Ja, das kommt mir bekannt vor. Tim und Björn auf dem Krönungsweg, ne? Habe ich doch die Jungs hier abgepasst und verpflegt. Ah, Rückseite vom Birkenhof. Jawohl, jetzt haben wir es getroffen. Ich meine, die Laufstrecke würde vor dem Birkenhof abbiegen. Dann wäre das nasse Ding. Die Laufstrecke. Oder laufen die doch bis an der Landstraße hoch? So genau habe ich es mir jetzt doch nie eingeprägt anscheinend. Schöner Weg, aber der schon ist. Ja, mangels Markierung bin ich jetzt ein bisschen am Rätseln. Oder geht's da vorne? Ich glaube da vorne. Dann wieder links. Hier schon Kilometer 6. Ich glaube, die laufen bis an die Straße, wa? Das kam mir jetzt ein bisschen kürzer vor. Aber immerhin bin ich wieder richtig. Hoffentlich bin ich an der richtigen Stelle abgebogen. Und ich bin noch auf der Laufstrecke. Es müsste es eigentlich sein, aber keinerlei Markierungen außer den Kilometerschildern. Uff, hat mich mein Orientierunsinn diesmal nicht getäuscht. Das hilft, den Endspurt, Feintuning, das Feintuning des Endspurts. Ja, wenn man sich die Sätze nicht richtig zurechtlegt vorher. Immer diese Spontanität. 12.06.2022. Der Filvo ist in Hahn beim Kitzenhauslauf. Und genauso das Girl mit der Nummer 46. Jawohl! So wollen wir das sehen. Die Nummer 75, Entschuldigung, gefolgt von der 190. So, das gibt's schon. Gewinnerzeit war. Jetzt sehen wir, der Hase, der hält schon nicht mit. Ah, jetzt kommt der langsame und vorne auf allen Bambini. Maximum, würde ich sagen. Und ich bin mal gespannt, ob die alle ins Ziel kommen. Jawohl, es sieht gut aus. Und jetzt geht's noch weiter, 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 bis ins Ziel. Da, wo Start sind, da müsst ihr durchlaufen. Jawohl! Und jetzt sehen wir, jawohl, und weiter, und weiter, und toll, und wunderbar, und ja, hast du eine tolle Medaille gewonnen. Hallo! Wenn ich euch jetzt sage, dass das 10 Kilometer Walking ist, dann brauche ich das nachher nicht als Text einblenden. Ich hoffe, wir finden die anderen noch. Die sind schon meilenweit weg. Super.
zu fotografieren. Also, guck doch schon die Walkie-Spitze. Prima. Klasse. Prima. Hallo. Ich glaube, ich weiß, warum es keine Streckenmarkierung gibt. Das Roadbook heißt ganz einfach immer geradeaus, bis ein Streckenposten kommt. Danke. Und ich habe natürlich wieder Scheiße erzählt. Hier gibt es doch Markierungen. Vom Birkenhof kommend hier der parallel zur Straße führende Reitpfad. Ah. An dessen Einstieg bin ich auf dem Hinweg natürlich vorbeigerannt, ohne zu gucken. Da muss ich doch auf dem Hinweg drüber. Aber da kam das Auto rausgefahren. Ich habe noch meine Erinnerung zum Besten gegeben. Ich hatte erwähnt, dass das der 10 Kilometer Lauf ist, ne? Nee, hatte ich nicht. Tu mir das jetzt. Prima, Helge. Ja. Super. Prima. Super. Prima. Ich mach mal den Homer Simpson so lange, der im Gebüsch verschwindet, sonst wird er ein bisschen eng. Prima. Super. Prima. Prima. Ja, wie klasse. Ach, der Jochen, super. Prima. Klasse. Hallo, super. Super. Prima. Super. Klasse.
Genau. Ja. Super. Klasse. Super. Frank, super. Super, Stefan. Danke. Prima. Vielen Dank. Dankeschön. Gerne. Prima. Prima. Bei YouTube. Wie man laufen gucken wahrscheinlich. Super. Danke. Prima. Barbara, klasse. Prima. Hallo. Prima. Tolle Strecke hier. Ja, ne? Super. Prima. Prima.